Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Ja, eine neue Folge, Let's Show Play Minecraft, wieder mal so Bausession nachkommentiert. Ich kümmere mich um die Gegend hier bei Bess Pelagic. Ich habe hier noch die alte Karte, da seht ihr also hier noch nicht die neuen Gebäude, die hier entstanden sind. Da habe ich ein bisschen weitergemacht und wo ich auch weitergemacht habe, ist hier die Minecart-Strecke nach Abersimpel. Die hat nämlich inzwischen durchgängig Pfeiler bekommen, die ich alle aus dem Cobblestone erbaut habe, der angefallen ist, als ich hier den Tunnel gebaut habe von hier dem Ende der Minecart-Strecke, dem oberirdischen Ende, zur Station hier in Fabelkatzentier. Ja, da gehe ich hier unterirdisch unter der Stadt durch, unter dem Kanal hier auch durch. Denn hier im Fabelkatzentier soll ja die Minecart-Station entstehen. Und dabei ist eine Menge Cobblestone angefallen. Und den habe ich hier alles für die Pfeiler entlang dieser Strecke verbaut. Und es passiert hier nördlich von Bess Pelagic einiges. Hier entsteht ein Kanal, Wege werden gebaut und so weiter. Ja, das hat sich so alles so ergeben. Hier haben wir auch noch zwei interessante Höhlen, ja, die also auch noch mit Stationen versehen werden. Also zumindest da ein Mineneingang werde ich mir da hinbauen, was mir da genau noch einfällt. Werden wir dann alles in der Aufnahme sehen, in die wir dann gleich reinspringen. So, ich habe euch wieder mal was zum Vorlesen mitgebracht, während ich jetzt hier im Schnelldurchlauf im einarmigen Koch ein bisschen Material wegbringe und so weiter und so fort. Wir hatten ja beim letzten Mal reingeguckt in Klassiker der Kriminalliteratur, nämlich von Raymond Chandler. Eine Kurzgeschichte hatte ich da angelesen und den hartgesottenen Privatdetektiv, ja, den gab es natürlich nicht nur in den 30er, 40er, 50er Jahren, sondern ja auch heute taucht er immer wieder auch immer wieder mal in anderer Form, und ich habe hier eine bepelzte Variante von euch, richtig, eine Kreuzung zwischen Katzengeschichte und einer Hardboiled Detective Story von Linda Stewart, Sam und die Jadekette, ein Kriminalroman für Katzenfreunde von 1992. Ich gehe dann hier auch fleißig immer nachts auf die Jagd, weil ich ja Experience brauche, um meine Ausrüstung dann auch immer wieder zu reparieren. Und ihr seht, hier ist also schon entlang der Bucht ein Weg entstanden, der sich hier dann noch teilen wird und so weiter. Werdet ihr alles im Video hier sehen. Erstmal steigen wir in die Geschichte ein. Es war eine jener feuchtheißen Nächte im Juli, in denen das Leben in New York mit dem Dasein im Inneren einer Teekanne vergleichbar ist. Booms. Nachdem der Kerl, mit dem ich mir das Büro teilte, zuerst all seine üblichen 5-Uhr-Tricks ausgespielt hatte, das Licht auszumachen, die Klimaanlage auszuschalten, damit ich sie dann nach 7 Minuten wieder anmachen konnte, war er gegangen. Jeden Sommer das gleiche Lied, ich kann es nicht verheimlichen. Hanneker ist ein gemeiner Kerl. Doch andererseits verlangt er keine Miete von mir und ich verabscheue kleinliche Streitigkeiten, sodass wir einfach unser Spielchen weiterspielten. Abgesehen davon ist unser Arbeitstag ziemlich gut geregelt. Hanneker ist täglich von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, sonntags von 12 Uhr nachmittags bis 5, in seinem Buchladen zugange, und ich betreibe dann meine Agentur ab 6 oder 5 Uhr. Zumindest wenn alles seinen normalen Gang geht. Problematisch ist nur, dass es mit dem privaten Schnüfflergewerbe schlecht bestellt ist und dass alles, was mich in den letzten paar Wochen auf Trab hielt, Hanekers Klimaanlage war. Nun, so ist das Leben eben. Ich schaute auf die Digitaluhr im Raum. Es war fast 8:30 und seit geschlagenen 3 Stunden bestand meine einzige Aktivität darin, aus dem großen Vorderfenster auf die Straße hinauszuschauen. Um etwas Abwechslung in die Monotonie zu bringen, begann ich, an einer meiner Krallen herumzukauen. Da vernahm ich plötzlich ein vorsichtiges Kratzen an der Fensterscheibe.
Ich drehte mich um und sah eine schwarz-gelbe, langhaarige Mieze. Sie war etwa 1,5 Jahre alt, sehr schlank und sehr schüchtern. Aus ihren schräg stehenden Augen traf mich ein bedächtiger Blick. Unten an der Eingangstür befindet sich ein breiter Messingbriefschlitz. Ein weiterer guter Grund, warum ich diese Adresse gewählt habe. Und ich winkte sie hinein. Sie landete auf der Empfangsmatte und verzog leicht beleidigt ihre kleine Schnute. Behandeln Sie jeden Ihrer Kunden wie Wurfsendungen? Nur keine Aufregung, sagte ich. Machen Sie es sich bequem und entspannen Sie sich. Ich warf ihr einen beruhigenden Blick zu, wartete, bis sie Platz genommen hatte und schaute zu, wie die kleine Flamme ihres Ärgers verflog, wie ein Feuerwerkskörper, der vom Himmel herunterfällt und verlöscht. Sie holte tief Luft. »Sind Sie, Sam, die Spürnase?« Ich nickte bestätigend. Ihre Augen blickten mich zweifelnd an. »Aber Sie sind grau«, meinte sie. »Ich habe eigentlich jemanden erwartet, der...« »Was?« »Farbiger ist.« »So wie Garfield, nehme ich an.« »Wenn Sie hinter einem Filmstar her sind«, sagte ich, »dann kaufen Sie sich eine Kinokarte.« »Sollten Sie allerdings einen Detektiv suchen, dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse.« »Das hoffe ich doch«, sagte sie. Ich lächelte ihr aufmunternd zu und führte sie durch das kühle, angenehme Halbdunkel des Buchladens in mein kleines, vollgestelltes Büro im hinteren Teil, der vom Schein der Schreibtischlampe mit einem warmen, sanften Licht erfüllt wurde. Hanneke hatte einen Stapel Bücher auf dem Sessel liegen lassen. Ich setzte mich oben auf die Bücher drauf und begutachtete die Buchrücken der Bände auf dem Tisch vor mir. »Lauter Geheimnisse drin, wie?«, sagte sie. »Solange man nicht die letzte Seite gelesen hat, bleiben Sie das auch. Wenn Sie annehmen, dass es sich um Detektivgeschichten handelt, dann liegen Sie richtig. Er verkauft nichts anderes.« Ich nahm an meinem Schreibtisch Platz. »Wollen Sie mir Geschichten erzählen oder zur Sache kommen?« Sie legte ein zauberhaftes Zögern an den Tag und betrachtete eine ihrer Krallen. »Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie wär's mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Ihrem Problem?« »Ich heiße Zuckernäschen«, sagte sie. Sie war so klug, bei diesen Worten zu erröten. »Und wohne in 12b. Sie meinen hier im Gebäude?« »Im Penthouse.« Bei diesem Wort spitzte ich die Ohren. Immerhin bin ich Geschäftsmann und ein Mädchen, das im Penthouse wohnt, kann es sich leisten, mein Honorar zu bezahlen. Ich nehme an, sie erriet meine Gedanken. Vielleicht bemerkte sie auch nur meine gespitzten Ohren. »Ich sollte besser direkt fragen, wie teuer sie sind«, fragte sie jedenfalls. »Ich habe nämlich ein halbes Pfund Räucherlachs plus Auslagen.« »Oh«, sagte sie, »nun, ich glaube, das lässt sich machen. Allerdings müssten sie noch ein paar Tage warten können. In diesem Fall brauche ich eine kleine Dose Thunfisch im Voraus.« »Sie sind ja ein ganz harter Bursche«, entgegnete sie. »Eigentlich hatte ich nur Hunger, das war alles. Aber wenn die Leute mich unbedingt für einen harten Burschen halten wollen, dann ist das durchaus in Ordnung. Außerdem ist es gut fürs Geschäft.« Ich schwenkte meinen Stuhl hin und her. »Lassen Sie uns auf Ihr Problem zu sprechen kommen.« »Selbstverständlich«, sagte sie. Dann blickte sie wieder eine Weile auf ihre Kralle. »Es ist nicht einfach, einem Fremden gegenüber mit seinen Problemen herauszurücken. Kann ich Ihnen eine Frage über Sie stellen?« Ich zuckte mit den Achseln. »Es ist Ihr Thunfisch. Sie können fragen, was immer Sie wollen. Ich bin 4 Jahre alt und meine Spürnase begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Geboren wurde ich neben einer Kirche.« »Bitte machen Sie keine Witze«, sagte sie ernst. »Es ist mein Ernst. Begonnen habe ich bei der Kriminalpolizei. 1,5 Jahre bin ich dabei geblieben.« »Und dann haben Sie gekündigt?« »Ich mochte die Bürokratie nicht.« »Die Bürokratie?« »Ein Wort, das so viel bedeutet wie zu viele Chefs und sehr dumme Vorschriften. Wie dem auch sei, ich kündigte und machte meinen eigenen Laden auf.« Ich schenkte ihr ein offenes Lächeln. »Jetzt bin ich mein eigener Boss und habe jede Dummheit nur mit mir selbst zusammenzuschreiben. Ja, genauso wie die hier in diese Höhle reinzugehen, um da einfach noch ein bisschen Gravel abzubauen. Durch den Wegebau verbrauche ich ja hier sehr viel, was da alles noch später entstehen wird, werden wir dann aber noch sehen. So, zurück zur Geschichte. Sie machte den Eindruck, als ob sie über diese Sache nachdenke, und blickte mich mit ihren blauen Engelsaugen an. Dann eröffnete sie mir mit einem plötzlichen Gefühlsausbruch. »Man hat uns beraubt!«
Wann? Das weiß ich nicht. Wir waren über das Wochenende weg. Es war vielleicht Freitagnacht. Egal, wir sind heute Abend zurückgekommen und da war sie weg. Ich wartete. Diadekette, verkündete sie. Sie gehört Mrs. Sims. Ihre Familie heißt Sims? Nein, es sind die Crandalls. Mr. Crandall ist Juwelier. Er hat die Kette für Mrs. Sims angefertigt. Diade war nach seinen Worten sehr alt und sehr selten. Und dann meinte er noch, er sei jetzt ruiniert. Zuckermäßchen brach in Tränen aus. Ich wandte meinen Blick von ihr ab und schaute hoch zur Decke. Was können Sie mir noch erzählen? Die Tür zur Dachterrasse stand offen und ein paar Blumentöpfe waren zerbrochen. Die Töpfe auf der Dachterrasse? Sie nickte. Mr. Crandall sagte, der Dieb müsse klettern können wie eine Katze. Jetzt wollte sie erst richtig los. Sie sind also der Meinung, bei dem Dieb handelt es sich um eine Katze? Sie entgegnete naserümpfend. Natürlich, eine Katze, die stiehlt. Falsch, erwiderte ich. Bei dem Einbrecher handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Menschen. Allerdings einen, der so geschmeidig und so kraftvoll ist wie eine Katze. Aber ein Mensch kann doch unmöglich so gut klettern, sagte sie. Ein Fassadenkletterer brächte das schon fertig. Der Einbrecher könnte wie eine Katze von einer anderen Dachterrasse herübergesprungen sein. Oder er hat sich vom Dach herabfallen lassen. Nein, meinte sie. Wirklich? Ja. Könnten Sie ihn finden? Könnten Sie ihn finden und die Kette wieder beschaffen? Ich wollte ihr keine Lügen auftischen. Einen Diebstahl zu knacken ist ein bisschen schwieriger, als eine Walnuss mit den Zähnen aufzubrechen. Ich sagte daher lediglich, ich würde mir gerne einmal Ihre Wohnung anschauen. Wann? Fragte sie. Wann gehen die Crandalls ins Bett? Sonntags? So gegen 10? Dann treffen wir uns um 20 nach 10. Schön, sagte sie. Abgemacht. Als Zuckernäschen weg war, und hier fahren wir mal die Minecart-Strecke lang nach, aber simpel, da seht ihr also schon die Pfeiler überall, die inzwischen gebaut worden sind. Da ist, wie gesagt, der ganze Cobblestone verbraten worden, den ich hier aus diesem ellenlangen Tunnel rausgeholt habe. Da kriegt ihr vielleicht mal ein Bild davon, wie viel Material da reingeht in diese Pfeiler. Das ist wirklich abartig, weil ich die halt ja auch immer richtig bis zum Meeresboden durchbaue. So, und da sind wir hier schon im Fabelkatzentier. Naja, aber simpel, ich decke mich hier noch mit Material ein und dann geht's mit dem Bauen weiter. Weiter geht's jetzt auch mit der Geschichte, Kapitel 2. Als Zuckernäschen weg war, ging ich im Buchladen hin und her und hätte mich in den Hintern beißen können. Von allen Schwierigkeiten, die ich mir einhandeln konnte, war das Versprechen, einen Dieb zu suchen, das Allerschlimmste. Keiner ist in der Lage, in New York Einbrecher aufzuspüren. Jeder weiß das. Vor allem die Einbrecher selbst. Tatsächlich sind wir so berühmt dafür, Einbrecher nicht zu finden, dass gefährliche Einbrecher aus der ganzen Welt hierher kommen, um ungestört ihren Geschäften nachgehen zu können. Ich nahm an meinem Schreibtisch Platz und entschied mich ohne weitere Umschweife. Ich brauchte einen Plan. Das oder ein Nickerchen. Ich dachte noch darüber nach, als ich ein wohlvertrautes, dumpfes Rumpeln in der Wand hörte. Es war der Speiseaufzug, ein stinkender kleiner Aufzug, der ungefähr die Größe eines Ofens hat und dort in der Wand eingelassen ist, wo man ein Fenster erwartet hätte. Er wurde früher dazu benutzt, den Müll aus 24 Wohnungen in den Keller zu befördern. Jetzt benutzen wir ihn. Das Summen in der Wand verstummte. Die Tür glitt auf und Spike sprang geräuschlos genau vor mir auf den Schreibtisch. Sein dichtes, schwarzes Fell glänzte und sah frisch geputzt aus. Er sah sich im Büro um. »Was gibt's?«, fragte er. »Mir war so, als hätte ich ein sanftes Schnurren gehört.« Spike lebt genau über mir in Apartment 2A. Ich schaute ihn aus zusammengekniffenen Augen an. »Und jetzt hast du dich so herausgeputzt, nur um nachzuschauen, wer es ist.« »Zu spät, mein Jungchen. Sie ist weg.« Spike rümpfte in die Nase. »Wer ist weg?«, fragte er. »Die Mieze vom Penthouse.« Ich drehte mich im Stuhl hin und her. »Zuckernäschen?« Ich nickte. »Du kennst sie?« »Noch nicht.« »Weißt du etwas über sie?« Spike hob herausfordernd den Kopf. Er teilt sich sein Zimmer mit einer Reporterin der Zeitschrift Post, und Spike betrachtet sich gern als jemand, der erfolgreich die Gepflogenheiten der Presse fortführt. Mit anderen Worten, er ist unheimlich neugierig. Doch, er ist auch gut. »Ich will es einmal so sagen.
räumte er ein. Ich weiß nicht genug. Nicht so viel, wie ich gerne wissen würde. Sie sind erst vor 4, 5 Wochen eingezogen. Am Wochenende des Heldengedenktags, um genau zu sein, ergänzte ich. Spike wirkte beleidigt. Wenn du schon weißt, wieso fragst du dann? Über die Crandalls weiß ich so gut wie nichts. Gut, besser konnte ich auch noch nie ausstehen. Das weiß ich, erwiderte ich trocken. Spike warf mir einen schnellen Blick zu. Es gibt 2 Crandalls, sagte er dann. Die Frau arbeitet in einem Büro, der Mann arbeitet zu Hause. Er hat zudem den Anschein, als ob sie jedes Wochenende weggehen. So, sagte ich. Jeder weiß, dass sie weggehen. Nicht jeder. Ja? Wer noch außer dir? Sue. Wenn Sue es weiß, dann weiß es jeder. Sue ist die Geschäftsführerin vom Laden nebenan mit dem schönen Namen Kätzchen Kaboodle, einer Kombination aus Schönheitssalon, Pension und Boutique. Davon gehe ich auch aus, räumte Spike ein. Aber was macht das für einen Unterschied? Sie sind also jedes Wochenende weg und jeder weiß das. Na und? Dieses Wochenende hat man etwas aus ihrer Wohnung gestohlen. Aha. Spike schaute mich an und nickte langsam mit dem Kopf. Und sie kam hierher, um was zu tun? Sich an deiner Schulter auszuheulen? Entspann dich, sagte ich. Sie kam hierher, um mich auf den Fall anzusetzen. Spike grinste. Wann fangen wir an? Wer? Fragte ich. Pass auf. Bei einem Fall, der so unmöglich zu lösen ist wie dieser, brauchst du doch bestimmt einen Assistenten. Ich betrachtete ihn mit festem Blick. Richtig, sagte ich mit ungerührter Miene. Und zwar sofort. Ich will mich nämlich mal bei den Straßenkatzen erkundigen. Auf der Straße? Ereiferte er sich. Jetzt? Bei dieser Affenhitze? Und um 9:20 treffe ich sie oben im Penthouse. Gut, sagte Spike. Wir treffen uns um 10. In der Gasse war es so stickig wie im Innern einer Kuh. Ein heller, fast grell wirkender Vollmond schlich über einen Dachfirst. Er strengte sich dabei nicht groß an. Auf halbem Weg machte er über dem Wassertank schlapp und verharrte dort in geduckter Stellung. Es gibt einen Winkel in der Gasse, der mit verrottenden Möbelstücken, einer langen Reihe Mülltonnen und weggeworfenen Haushaltsgeräten vollgestopft ist. Aus einem völlig ruinierten, blauen, mit Samt bespannten kleinen Zweiersofa mit herausquellender Füllung plauderten Butch und Jane in leisem Tonfall miteinander. Jane hockte auf der mit blauem Sand bespannten Armlehne. »Schöne Nacht«, begrüßte sie mich missmutig. »Was führt dich ins Freie?« »Muss ich einen Grund dafür haben?« »Heute Nacht musst du das«, meinte sie. »Wir haben 41 Grad im Schatten.« Sie schwitzte etwas und roch nach Sardinen. Trotzdem lächelte ich sie an. Ich kam, um ein wenig zu plaudern. Butch beäugte mich misstrauisch. Dann kratzte er sich am Schulterblatt und gähnte mich mit ernster Miene an. »Du bist da völlig überdreht, Mann. Es sieht ganz so aus, als hättest du ein kleines Geschäft im Sinn.« »Ein kleines«, sagte ich. »Wie klein?« »Ein bisschen Milch und eine 100-Gramm-Dose Katzenfutter. Ich könnte es auf die Fensterbank stellen.« »Ja, worin besteht die Gegenleistung?« »Du sagst mir alles, was du über einen Einbruch mit Sachbeschädigung weißt, der vor kurzem erfolgt ist, ganz im Stil eines Fassadenkletterers.« Butch erwiderte, »Wo ist er denn geblieben, dieser angebliche Einbruch mit Sach... wo ist er denn geschehen, dieser angebliche Einbruch mit Sachbeschädigung?« »Auf dem Fenstersims von Apartment 12b«, entgegnete ich trocken. »Das geht auf die 10. Straße hinaus, nicht wahr?« Ich nickte. »Dann solltest du besser bei Angie in der 10. nachfragen. Sie ist ungefähr seit Mittwoch dort. Das letzte Mal, seit ich sie gesehen habe, schlief sie auf dem Dach einer kleinen Veranda.« »Wer ist Angie?« »Eine Angora-Katze. Gelbbraun gefärbt. Zäh. Schau sie dir an, aber schärf dir vorher deine Krallen.« Die 10. biegt im schrägen Winkel links von der Gasse ab. Es ist eine von 5-stöckigen Reihenhäusern aus rötlich-braunem Sandstein gesäumte Straße. Ich nehme an, dass es im letzten Jahrhundert alles Einfamilienhäuser gewesen sind. Jetzt sind es Apartments, die mit ihren kleinen überdachten Verandas vor dem Haus, den großen Erkerfenstern und den mit Geranien und grünen Pflanzen bestückten Blumenkästen immer noch den friedlichen Charme der guten alten Zeit ausstrahlen. Die Straße lag verlassen da. Das Einzige, was ein Geräusch von sich gab, waren die Klimaanlagen, die ihre feucht-heiße Luft auf die Straße pusteten. Ich suchte die ersten beiden Gebäude auf der linken Seite ab.
alles war wie ausgestorben, leer. Das dritte Haus hatte vorn eine kleine Veranda. Eine kurze Steintreppe führte zu ihr hin. Auf den Fensterbänken standen Blumenkästen, aber Blumen waren nicht darin. Im ersten Kasten hatte er sich eine Angora-Katze mit verfilztem Fell bequem gemacht. Angie? Sie warf mir einen finsteren Blick zu. Kann ich für einen Moment zu dir kommen? Ich sprang auf die Fensterbank. Sie krümmte sich krampfbereit zusammen. Ich will lediglich ein wenig mit dir plaudern, sagte ich abwehrend. Natürlich, das sagen sie alle. Warum gehst du nicht woanders hin und plauderst mit jemandem anderen? Weil ich denke, dass du mir helfen kannst. Ich stelle Nachforschungen an wegen eines Diebstahls auf der anderen Seite der Straße. Bist du ein Bulle? Fragte sie. Privatdetektiv. Hast du irgendwas gesehen? Schweigen. Sie zuckte mit den Schultern und blickte weg. Und wenn? Wen kümmert das schon? Das sind doch einfach irgendwelche Leute, Mann. Es kratzt wirklich keinen, was sich diese Leute auch alles antun. Komm schon, Angie. Gib mir eine Chance. Sie zuckte erneut mit den Schultern. Du hast eine gute Chance, eins vors Schienbein zu bekommen. Ich lachte. Das meine ich ernst. Das habe ich auch nicht anders aufgefasst. Doch lass es uns noch einmal anders versuchen. Ich kenne eine Frau, die stellt jeden Morgen Futter nach draußen. Hilf mir bei der Sache und ich gebe dir ihre Adresse. Sie musterte mich sorgfältig und schaute wieder weg. Okay, was willst du wissen? Ja, und bevor Angie, Sam hier noch wertvolle Tipps gibt, kommen wir hier zum Ende des Videos. Ne? Ihr seht ja den Kanal, den ich noch zusätzlich einfach hier durch den Wüstensand gegraben habe. Da rechts und links davon Wege und was das alles noch wird, das werden wir in den nächsten Folgen sehen. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfiehlt mich weiter. Adieu mit Ö.